Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute nur mit einem kurzen, schnellen Video. Event ist zu Ende. Ich zeige euch mal die ganze Statistik. Der Vergleich vom ersten Tag, wo das Event angefangen hat, mit jetzt und gestern. Wobei gestern habe ich nicht mal viel gemacht. Beziehungsweise fast gar nicht. Ich habe echt nur, Moment, die 60 Millionen geknackt. Hat aber echt nicht mehr viel gefehlt. Das war kein Problem. Und dann ging es ja zu Perch. Perch leider nicht so erfolgreich. Es kam ein Ponita, nicht Ponita, ein Vulpix rein. Der war interessant, aber ansonsten tote Hose. Im Vergleich zur letzten Woche mit Pogenta, da ging es krass ab. Aber da waren auch die Spawns erhöht durch das Event. Und jetzt sind die halt wieder normal. Da kam echt gar nichts rein. Mal schauen, was heute so passiert oder morgen. Es kam keine Überraschung, kein Gen 3 oder so. Ich dachte echt wirklich, 22 Uhr Gen 3 kommt. Aber schauen wir mal, was jetzt passieren wird, die nächsten paar Tage. Auf jeden Fall heute erstmal Ruhetag, Pause. So. Fangen wir an mit den. Ja, okay, EP habe ich hier eh schon eingeblendet. 12 Millionen, 700.000, bisschen mehr als 700.000. Also um die 13 Millionen. 15 Millionen wären eigentlich locker drin gewesen. Hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen. Und wenn ich wirklich hart gegrindet hätte und mein, keine Ahnung, mein Leben weggeschmissen hätte zum Beispiel, wäre auf jeden Fall 20 Millionen drin gewesen. Brandon Tan hat 40 Millionen gemacht. Also echt abnormal der Kerl. Also 15 Millionen wären easy drin gewesen. Ich habe auch ein paar Kollegen, die haben 15 Millionen gemacht während des Events. Und 20 hätte ich, glaube ich, echt schaffen können mit richtig, richtig hart suchten. Aber die Frage ist, will man das überhaupt? Also ich bin fix und fertig. Jetzt wird echt erstmal Pause eingelegt. So, Pokémon gefangen. Anfang des Events hatte ich kurz ein bisschen unter 95.000. Jetzt habe ich über 100.000. Also ein bisschen mehr als 5.000 Pokémon gefangen. In 11 Tagen. Ihr wisst, das Limit ist bei 3.500 pro Woche. Wenn man das überschreitet, dann gibt es Softban. Und das hatte ich dann bereits nach 5 Tagen oder so. Ja, genau 5 Tagen. Das heißt, die Hälfte des Events habe ich eigentlich nur mit Softbans gespielt. Und gedrosselt sozusagen. Also, das soll jetzt keine Ausrede sein oder so. Dann Pokestops gedreht. Habe ich auch um die 5.000, nicht ganz. 4.800 ungefähr. Also, ein bisschen weniger. Kommt drauf an, wie man spielt. Also, im Parsing fängt man halt mehr. Wenn man zum Beispiel Klickerturn macht durch Schwabing oder so, dann dreht man halt viel mehr. Und da habe ich auch von ein paar Kollegen gehört, die Softbands bekommen haben. Oder Bus 62 zum Beispiel. Der Geheimtipp vom krassesten Spieler hier in München mit dem meisten EP. Der hat die 100 Mille geknackt. Shoutout, Glückwunsch an dich. Und entwickelt habe ich. Moment, das ist so Glanz. Um die 3000. Ein bisschen weniger, aber circa 3000. Das sind, Moment, ich muss mal kurz ausrechnen, wie viele Glückseier. So 3000. Ich mache ungefähr 70 Entwicklungen pro Glücksei. 42 Glückseier. 42,8, also sagen wir 43 Entwicklungsrunden. Das sind beinahe ein kompletter Tag. 20 Stunden, 21 Stunden. Einfach nur entwickeln. Das ist echt verrückt. Das war meine Statistik. Ziel erreicht, 60 Millionen. Nächstes Ziel. Natürlich 80 Millionen, 4x Level 40. Ich denke, das nächste Doppel-EP-Event dauert noch. Also im letzten Jahr, also Anfang dieses Jahres sozusagen, war das letzte Doppel-EP-Event nach Thanksgiving erst Ostern wieder. Und da bin ich Level 40 zum ersten Mal geworden. Was auch krass ist, wenn ich mich da zurückerinnere, weil damals war es echt so eine große Sache, dass ich versucht habe, während des Events von 39 auf 40 zu kommen. Diese 5 Millionen, das war damals so übertrieben krass und so, und jeder hat das so gehypt. Das war damals noch, wo ich zufällig Spieletrend herausgefordert habe, weil wir beide gleichzeitig Level 39 geworden sind. Beide gelb und dann so ein kleines Race auf Level 40. Und jetzt macht das echt jeder. Also 5 Millionen ist gar nichts momentan. Die Leute haben 5, 6, 7, 8 Millionen gemacht. Und so viele sind auf Level 40 geworden. Glückwunsch an euch. Und da schauen wir uns ein paar an. Erstmal meine Kollegen. Der Felix, guter Kollege, mit dem ich immer unterwegs bin, Scan, hat es auch endlich auf Level 40 geschafft. War auch eine ziemlich lange Zeit auf Level 39. Dann neuer Kollege, gelber Kollege, Max von Boom. Anfang des Events 39 geworden. Und dann überraschenderweise hat er auch noch die 40 durchgezogen. Glückwunsch an dich, Mann. Und dann natürlich auch mein Rivale, mein Konkurrent, NPL Alex. Schaut dann an dich, das freut mich echt. Weil, ihr wisst, die anderen Jungs, Bagisch und Dimi, tot, die haben es nicht geschafft, aber hat mich echt gefreut, dass er es geschafft hat, er es doch noch durchgezogen hat und nicht so tot ist wie die anderen.
mehr dazu demnächst. Ihr wisst ja die Wette. Dann noch hier ein paar Zuschauer. Nehmen jetzt einfach ein paar, die ich so auf die Schnelle gefunden habe. Es haben auch mich viele auf Twitter verlinkt und sowas, aber da ist es unmöglich, das wiederzufinden. Tut mir leid, also Twitter-Leute, ihr seid auch gegrüßt. Ah, ich habe hier noch ein paar Kollegen, Moment. Die kann ich vielleicht erst noch erwähnen. Da habe ich erstmal meinen Kollegen Sven, könnt ihr auf Instagram folgen. Auch ein klasse Spieler, arbeitet im Zentrum Oberhausen und der hat 70 Millionen geknackt. Hat während des Events 15 Millionen gemacht, nicht schlecht. Dann ein Kollege aus München, der Julian, hat auch über 15 Millionen gemacht. Hat jetzt auch die 60 Millionen geknackt und sogar fast eine Mille mehr als ich, 900.000 mehr als ich jetzt. Und natürlich mein Kollege aus der Schweiz, mein Rivale. Er hat die 60 Millionen leider nicht ganz geknackt, aber hat auch ordentlich reingehauen, muss halt sehr viel arbeiten. Ist jetzt auf 57 Millionen, 200.000. Ich könnt ihr sehen, wie viel er so am Tag gemacht hat. Also am Samstag ging er richtig krass ab, 2,9 Millionen. Und am Sonntag auch noch 1,7. Und da musste er halt arbeiten, 800.000, 600.000. Also hier sogar mit den Uhrzeiten, richtig krass. Nach Events chill ich immer ein bisschen, fahre ein bisschen runter, zock nicht mehr ganz so viel. Und da holt er mich immer ein. Und dann bei Events zisch ich wieder davon. Und dann holt er mich wieder bei Nicht-Events ein. So läuft es immer bei uns. Also ich bin jetzt nur 3 Millionen vorne. Das macht er in einem Monat oder so. Und dann sind wir wieder gleich auf beim nächsten Event. So, dann hier noch ein paar Instagram-Leute, die mich verlinkt haben. Blende ich hier mal ganz kurz ein. Der erste, Luke PokerGirl. Dann X-Tonic, der Tony. Glückwunsch an euch alle. PokerHunter, Dominik. Wie gesagt, da waren noch viele dabei. Und auch 38, 39, also viele Levelaufstiege. Glückwunsch an euch alle. Aber das war's eigentlich. Event zu Ende. Lasst uns alle ein bisschen chillen, Pause machen, uns erholen. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet. War's cool? Wie fandet ihr diese Funk-Challenge, dass man das erstmal alles freischalten musste? Wie fandet ihr Progenta? Wie viel EP habt ihr gemacht? All dies, das unten in die Kommentare. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.